Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ein paar entspannte Tage. Das Jahr ist jetzt fast zu Ende, es wird also Zeit für meine Jahresfavoriten. Und genau, die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Also Produkte, die ich das ganze Jahr über verwendet habe, vieles davon sogar täglich. Also Produkte, die ich euch wirklich, wirklich empfehlen kann. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Vorneweg noch ein kleiner Hinweis für euch. Ich lade ja nicht so viele Videos hoch. Damit ihr aber wirklich keines verpasst, kann ich euch empfehlen, diese kleine Glocke hier bei YouTube anzuklicken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir online ist und verpasst nichts mehr. So, jetzt starten wir aber mit meinen Jahresfavoriten. Es handelt sich ausschließlich um Naturkosmetik und um einen bunten Mix aus pflegenden und dekorativen Produkten. Und es sind auch eine ganze Menge Produkte geworden, würde ich mal sagen. Und ich kann jetzt natürlich nicht zu jedem Produkt richtig viel erzählen, sonst sitzen wir hier morgen noch. Aber ich sage euch auf jeden Fall, warum ich die Produkte gut finde. Wenn euch aber weitere Infos zu den Produkten interessieren, dann kann ich euch auf jeden Fall meinen Blog ans Herz legen. Da habe ich schon zu vielen der Produkte ausführliche Reviews geschrieben. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das packe ich euch alles in die Infobox. Alle Produkte, alle Reviews, da könnt ihr nichts verpassen. Gerade auch zu den dekorativen Produkten, wenn euch da nochmal die Farbauswahl oder Swatches interessieren, schaut da auf jeden Fall vorbei. So, jetzt starten wir aber. Und ich würde sagen, wir legen los mit Gesichtspflege. Da kann ich euch schon gleich für den Start mal was Altbewährtes empfehlen, was ich auch schon oft in die Kamera gehalten habe. Und zwar ist es zum einen dieses Cleansing Oil von Vamisa. Das ist eine koreanische Marke und das ist jetzt das Gesichtsreinigungsöl. Ich habe es, wie gesagt, schon zigmal in die Kamera gehalten, weil ich es einfach schon seit Jahren eigentlich benutze. Ich greife immer wieder auf dieses Produkt zurück, weil es einfach zuverlässig mein Gesicht reinigt. Ich benutze das immer abends als erstes, gebe es in meine trockene Haut, massiere es alles gut ein, wasche das Ganze dann mit warmem Wasser ab und zurück bleibt wirklich gut gereinigte Haut. Im Anschluss an das Reinigungsöl oder auch morgens verwende ich den Shea Butter Cleanser von Martina Gebhardt. Den habe ich auch schon 100-mal in die Kamera gehalten, weil ich den immer wieder nachkaufe. Der ist super minimalistisch zusammengesetzt, enthält unter anderem Shea Butter, wie der Name schon sagt, und verzichtet zum Beispiel auf Alkohol und Duftstoffe. Den kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr zum Beispiel eure Haut so ein bisschen überpflegt habt und einfach sagt, ihr braucht mal was, was eure Haut wieder so ein bisschen runterbringt. Da kann ich euch die gesamte Shea Butter Pflegeserie von Martina Gebhardt überhaupt empfehlen. Aber auch sonst diesen Cleanser finde ich, wie gesagt, großartig, weil er einfach auch gut reinigt. Und ich benutze ihn zum Beispiel gerne morgens, finde ihn auch so ein bisschen rückfettend. Aber er irritiert halt die Haut überhaupt nicht. Ich kaufe ihn einfach immer wieder nach, weil halt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis echt unschlagbar ist. Packe ich euch, wie gesagt, auch in die Infobox. Großartiges Produkt, kaufe ich immer wieder nach, bestimmt auch im nächsten Jahr. Dann wisst ihr ja, dass ich super gerne Gesichtswasser verwende, um einfach meine Haut nochmal so porentief zu reinigen oder einfach auch als Basis für Gesichtsöl. Und da haben sich insbesondere drei Produkte in diesem Jahr rauskristallisiert, unter anderem das beruhigende Lindenblütenpflanzenwasser von Farfalla. Das ist eine Schweizer Marke, die so auf Aromapflege und Naturkosmetik spezialisiert ist. Und ich mag halt dieses Pflanzenwasser super gerne, weil das sehr minimalistisch zusammengesetzt ist, also zum Beispiel auch kein Alkohol und keine Duftstoffe enthält, somit wirklich verträglich ist und ja, so leicht beruhigend wirkt. Das kann man zum Beispiel auch als Babypflege verwenden. Und ich nutze es halt, wie gesagt, zur Gesichtspflege und finde, das ist wirklich ein solides Produkt, was morgens und abends verwendet werden kann und was ich schon mehrmals nachgekauft habe. Dann habe ich noch ein zweites Gesichtswasser, was deutlich wirkungsvoller ist, sage ich mal, weil es einfach sehr viele Wirkstoffe enthält, wie Hyaluronsäure, Hibiskusextrakt und auch Fruchtsäure. Und zwar ist es dieser Hyaluron and Bloom Toner von Lovely Day. Ihr wisst ja eh, dass ich die Marke sehr schätze und die haben halt sehr verträgliche Fruchtsäuren in ihren Produkten und durch die Hyaluronsäure schenken die Produkte wirklich sehr gut Feuchtigkeit. Ich finde die sehr verträglich. Die sind jetzt nicht ganz günstig, aber ich finde, dieses Gesichtswasser schenkt halt wirklich so einen richtig gesunden Glow. Das macht also wirklich so einen Unterschied, wenn man das verwendet. Also das Pflanzenwasser von Farfalla ist wirklich solide für jeden Tag, für morgens und abends, wie gesagt. Das von Lovely Day ist halt einfach noch wirkungsvoller und ja, es macht halt wirklich was mit eurer Haut, sage ich mal, durch die Fruchtsäuren. Aber es ist halt eine sehr verträgliche Fruchtsäure in einer niedrigen Konzentration. Dadurch ist das Produkt sehr verträglich. Aber man muss sich natürlich trotzdem rantasten und sollte dann am Tag immer Sonnenschutz verwenden. Wenn ihr damit aber kein Problem habt, kann ich euch die Produkte wirklich empfehlen, weil sie die Haut echt verbessern. Bei mir zumindest.
Dann habe ich noch ein drittes Gesichtswasser und zwar von der Marke 100% Pure, den Toner mit fermentiertem Reiswasser. Das ist wirklich vollgepackt mit Enzymen und Vitaminen und Mineralstoffen, die die Haut wirklich gut versorgen. Das habe ich nicht verwendet wie ein klassisches Gesichtswasser, sondern eher wie so eine Essenz, sage ich mal. Also ich habe davon so ein oder zwei Pumpstöße in meine Handinnenflächen gegeben und damit einfach so mein Gesicht benetzt oder das wirklich so in meine Haut gepresst. Und ja, die ersten Male hat meine Haut das Wasser wirklich richtig aufgesogen. Also da hatte ich richtig das Gefühl, dass meine Haut diese Feuchtigkeit braucht. Und habe dann den Vorgang auch mehrmals wiederholt und nach ein paar Tagen hat dann quasi ein Durchgang gereicht und meine Haut war dann einfach schon so prall von diesem Gesichtswasser und hat es quasi richtig aufgesogen. Und das ist halt auch eine super Basis für Gesichtsöl, wenn die Haut einfach so richtig ja, durchfeuchtet ist und prall und man kann einfach das Öl noch besser einziehen. Und genau, wenn eure Haut gut durchfeuchtet ist, sieht sie halt einfach auch praller und gesünder aus und Make-up sitzt zum Beispiel auch besser. Genau, da habe ich das Produkt von 100% Pure für mich dieses Jahr entdeckt. Und genau, das sind so meine Toner, die ich in diesem Jahr entdeckt habe und euch sehr empfehlen kann. Dann wisst ihr ja, dass ich in meiner Gesichtspflegeroutine super gerne Seren verwende, einfach um der Haut nochmal zusätzlich Feuchtigkeit zu spenden und zum Beispiel ja einfach unter einer Creme oder unter Sonnenschutz, um die Haut wirklich gut zu versorgen den ganzen Tag lang. Und da haben sich in diesem Jahr zwei Produkte herauskristallisiert, die ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Die habe ich jetzt aber beide nicht hier. Ich packe sie euch aber natürlich in die Infobox, wie versprochen. Das ist zum einen der Nektar von Lovely Day. Den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, habe ich auch schon mehrmals nachgekauft und der ist wirklich für jeden geeignet. Der enthält unter anderem Hyaluronsäure und Kaktusfeigenöl, spendet also wirklich gut Feuchtigkeit, ist gut verträglich und habe ich schon mehrmals nachgekauft. Und zum anderen ist das ein Serum von Santa Verde und zwar aus der neuen Serie Pure. Diese ist besonders verträglich, kommt ohne Duftstoffe aus und bekämpft auch noch Unreinheiten und zwar dank Salicylsäure und das kann ich echt bestätigen. Also nach längerfristiger Anwendung hatte ich echt das Gefühl, dass meine Haut viel mehr im Gleichgewicht ist. Wenn ihr sowas sucht, Unreinheiten habt und ein bisschen empfindliche Haut, kann ich euch das Produkt auf jeden Fall empfehlen. Genau, aber die beiden Produkte sind wirklich richtig gut und beruhigen die Haut, schenken Feuchtigkeit und bekämpfen Unreinheiten, also all das, was ich quasi brauche und suche mit meiner Haut. Ja, deswegen zwei große Favoriten, die ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox packe. Dann muss ich euch unbedingt noch eine Creme empfehlen. Das ist nämlich bei mir so die Kategorie, wo ich nie wirklich einen Unterschied gemerkt habe, bis ich jetzt diese Rose Ceramid Cream von Urang entdeckt habe. Das ist eine koreanische Marke, zu der habe ich euch auch schon ein ganzes Video abgedreht. Und besonders überzeugt hat mich halt diese Gesichtscreme, die enthält unter anderem Rosenwasser und Ceramide, also auch ja, hauteigene Bestandteile. Und dadurch hatte ich wirklich das Gefühl, dass die so regenerierende Eigenschaften mit sich bringt und sich irgendwie die Ceramide so in meine Haut setzen und ja, wirklich regenerieren. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber meine Haut hat sich dadurch echt richtig gut angefühlt und war richtig glatt und gut genährt, hatte ich das Gefühl. Ich fand die nicht ganz so ergiebig, was ich ein bisschen schade fand, weil die ziemlich teuer ist. Aber ich würde die auf jeden Fall nachkaufen, weil die richtig, richtig gut ist. Also es war wirklich die Creme, die mich in diesem Jahr richtig überrascht hat. Und die kann ich euch echt empfehlen. Also schaut euch die Marke mal an. Eine Kategorie, die hier natürlich nicht fehlen darf, ist Gesichtsöle. Und zwar haben Gesichtsöle bei mir ja so nachhaltig meine Haut verbessert, sodass ich Gesichtsöle auf keinen Fall mehr missen möchte. Ich habe da ja auch verschiedene, die ich immer mal anwende, untereinander mische. Aber ein Öl, das ich euch wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, wenn ihr insbesondere Unreinheiten habt oder Unterlagerungen auch, ist Tamanu-Öl. Ich weiß, ich habe es auch schon mehrmals in die Kamera gehalten, aber ich finde es einfach großartig. Das ist jetzt hier so eine kleine Flasche. Ich glaube, das gibt es auch nur in so kleinen Flaschen, aber man braucht davon super wenig. Also ich gebe einfach einen Tropfen in meine Pflege mit rein. Meistens verwende ich es abends. Und ja, wenn man Unterlagerungen hat zum Beispiel, sind die wirklich am nächsten Tag schon so viel ebenmäßiger und klingen dadurch einfach so viel schneller ab. Deswegen ist das für mich eigentlich so ein heiliger Gral, auch zusammen mit Fruchtsäuren, ja, weil es meine Haut einfach so verbessert hat und ja, man halt auch schnelle Erfolge erzielt, wenn man Hautprobleme hat. Deswegen große, große Empfehlung, schaut euch Tamanu-Öl unbedingt mal an. Meinen Favoriten packe ich euch natürlich auch in die Infobox.
Keine Angst, das war's auch gleich mit Gesichtspflege. Ihr seht schon, das ist wirklich meine liebste Kategorie. Aber ich finde einfach, wenn man gesunde, schöne Haut hat, ist das einfach so eine wichtige, gute Basis. Und man braucht auch gar nicht mehr viel Make-up oder so. Deswegen habe ich noch ein Produkt für das Thema Extrapflege, sage ich mal. Und zwar möchte ich euch da die Gesichtsmaske von Lovely Day empfehlen. Ihr seht schon, die Marke hat es mir echt angetan. Diese kommt jetzt mit Hyaluronsäure, rosa Heilerde und Fruchtsäuren aus. Und das ist wirklich so das Produkt, das ich verwende, wenn ich irgendwie am nächsten Tag einen super wichtigen Termin habe oder ja irgendwie auf einer Veranstaltung bin und einfach will, dass meine Haut gut aussieht und wirklich glatt und rein ist und ja so richtig strahlt. Das ist nämlich auch wirklich so ein Produkt, was eurer Haut so einen Glow schenkt. Die ebnet auch Unterlagerungen sehr gut, bekämpft Unreinheiten. Ich habe die auch schon, wenn ich mal Problemhaut, sage ich mal, hatte, mehrere Tage hintereinander angewendet. Also die ist auch super verträglich und ja, einfach wirklich ein tolles Produkt und eigentlich so die einzige Gesichtsmaske, auf die ich schwöre, also die bei mir wirklich sichtbare Erfolge erzielt. Deswegen große, große Empfehlung. Jetzt habe ich noch zwei Sonnenschutzprodukte für euch. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass man quasi immer Sonnenschutz tragen sollte, wenn man Fruchtsäuren in seine Routine integriert. Und für mich haben sich insbesondere zwei Produkte rauskristallisiert dieses Jahr, die ich auch schon auf meinem Blog vorgestellt habe. Und zwar ist es einmal der Daily Moisturizer von Mukti mit einem Lichtschutz der Stärke 15. Und dann noch die Sunny Day Cream von Kobikos, auch mit der Stärke 15. Ihr müsst mal gucken, ob euch das reicht. Ansonsten findet ihr auf meinem Blog auch noch viele weitere Sonnenschutzprodukte mit höheren UV-Filtern. Und die beiden Produkte fand ich insbesondere gut, weil die einfach super für den Alltag geeignet sind. Überhaupt keinen weißen Film auf der Haut hinterlassen, keinen fettigen, speckigen Glanz oder so. Es ist wirklich ja, anwendbar wie eine ganz normale Tagescreme, ohne dass irgendwie jemand sieht, dass ihr Sonnenschutz tragt und man hat auch nicht irgendwie so ein schweres Gefühl auf der Haut. Es sind einfach zwei richtig gute Alltagsprodukte, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. So, das war's mit dem Thema Gesichtspflege. Ich denke mal, da ist einiges an Inspiration für euch dabei. Machen wir mal weiter mit Haarpflege. Wenn ihr meinen Blog lest, dann ist dieses Produkt keine Überraschung für euch, weil ich dieses Produkt fast ausschließlich dieses Jahr verwendet habe. Und zwar das Bio-Hanf-Shampoo von Sanol. Das ist eine österreichische Marke und ich habe das Shampoo jetzt hier in so einer Riesenflasche mit einem Liter. Das gibt es auch in 200 Millilitern, falls ihr euch da erstmal rantasten wollt. Aber ich habe das einfach mehrmals nachgekauft, dass sich für mich einfach diese Großpackung rentiert hat. Und das setzt halt auf milde Zuckertenside, weil ich da mit meiner Kopfhaut einfach so ein paar Problemchen hatte und einfach nicht jedes Tensid vertrage und oft ja so mit juckender und schuppender Kopfhaut zu kämpfen hatte. Da habe ich auch meine Geschichte zugeschrieben auf meinem Blog, verlinke ich euch gerne mal. Und ein Produkt, was mich halt wirklich überzeugt hat, womit ich halt keine Schuppen mehr habe, keine juckende Kopfhaut und ja einfach gesunde Haare, ist einfach dieses Shampoo von Sanol. Ich habe es mehrmals nachgekauft und wie gesagt, nutze jetzt auch diese Großpackung, bin damit super zufrieden. Ich würde empfehlen, im Anschluss noch einen Conditioner zu nutzen, weil es jetzt nicht mega pflegend ist oder so. Aber für mich erzielt es einfach eine solide Reinigung, ohne irgendwie meine Haare zu stark auszutrocknen oder meine Kopfhaut zu irritieren. Deswegen hat sich das Shampoo super bei mir bewährt und ja, ich nutze eigentlich kein anderes mehr. Ein Conditioner, den ich auch fast täglich verwendet habe, ist von dieser italienischen Marke Bioficina Toscana. Der Active Conditioner, nee, das Active Conditioner Konzentrat, der enthält viele pflanzliche Proteine und ja, nährt somit die Haare und beschwert sie aber nicht. Und der war einfach online so krass bewertet, ich glaube irgendwie 3000 Mal und ich dachte, das kann ja wohl nicht alles fake sein. Ich probiere den einfach mal aus und ich bin wirklich zufrieden mit dem. Also den kann ich täglich verwenden, der macht die Haare wirklich schön glatt und geschmeidig, aber beschwert sie nicht. Und den habe ich fast ausschließlich verwendet dieses Jahr und deswegen gehört er auch in meine Favoriten. Dann habe ich vor ein paar Monaten noch ein Produkt zur Extrapflege für die Haare entdeckt. Und zwar ist das dieses Serum mit Ceramiden.
Also wie in meiner Gesichtscreme, die ich euch vorhin gezeigt habe, enthält auch ja, dieses Produkt Ceramide, was die Haarstruktur wieder regenerieren soll. Und das ist halt wirklich ein Leave-In-Produkt. Also es ist halt ein ja, Serum-Öl-Gemisch, sage ich mal. Und es kann wirklich in die Haare gegeben werden, 2-3 Tropfen, am besten ins feuchte Haar und eingeknetet werden. Und ohne dass eure Haare irgendwie beschwert sind oder fettig aussehen oder so. Ich finde, das ist auch immer viel wert, weil sonst verwende ich halt Haaröle über Nacht und wasche meine Haare dann am nächsten Tag gründlich aus, weil sie halt einfach so speckig sind, sage ich mal. Und das ist hiermit halt nicht der Fall. Also klar dürft ihr es nicht überdosieren, aber wenn ihr jetzt 2-3 Tropfen nehmt, dann ist es wirklich eine gute Pflege, die ihr auch tagsüber in euer Haar geben könnt. Machen wir mal weiter mit Körperpflege. Da habe ich gar nicht so krasse Favoriten, muss ich sagen. Also da, das ist einfach so die Kategorie, wo ich am meisten abwechsel, sage ich mal, so bei Bodylotion, Duschgel und so. Da habe ich jetzt nicht den einen Favoriten, aber ich habe schon Produkte, auf die ich immer wieder zurückgegriffen habe. Und zwar ist es zum einen von Primavera das Duschgel, jetzt hier besonders in der Duftrichtung Bio-Ingwer und Limette. Die riechen einfach richtig frisch, die machen gut sauber. Habe ich euch auch schon mal, glaube ich, im Sommer gezeigt. Also gerade diese Duftrichtung ist jetzt halt richtig toll für den Sommer, weil die so richtig belebend und ja, zitrisch ist, sage ich mal. Die kaufe ich immer wieder nach, werde ich auch im nächsten Jahr. Sicherlich probiere ich da auch noch mal ein paar andere Duftrichtungen aus. Dann habe ich noch ein Peeling, das ich euch empfehlen kann. Ich nutze Peeling jetzt wirklich nicht oft, aber wenn, greife ich zu diesem Body Peeling mit Kaffee von Alterra. Das kostet super wenig. Riecht genial und wirklich intensiv nach Kaffee. Das macht die Haut auch wirklich schön glatt. Das haftet aber auf jeden Fall auch ein bisschen besser auf der Haut. Also das muss man gut abspülen. Aber ich finde, das ist wirklich ein solides Produkt, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Werde ich nachkaufen, ist jetzt auch fast leer. Und hat auf jeden Fall so einen richtig intensiven Kaffeeduft. Also wenn ihr das morgens verwendet, dann seid ihr schon mal halb wach. Zusammen noch mit dem Duschgel von Primavera und ihr braucht keinen Kaffee mehr. Dann habe ich noch eine großartige Entdeckung in diesem Jahr gemacht. Und zwar habe ich ein Deo gefunden, was für mich echt gut wirkt und für richtig kleines Geld erhältlich ist. Und zwar von der Marke Blütezeit. Das ist ja die Naturkosmetik-Eigenmarke von Edeka. Und die haben einen Deo-Roller, den ich jetzt natürlich passenderweise nicht zur Hand habe, aber ich verlinke ihn euch auch. Auf jeden Fall haben die einen Deo-Roller, der bei mir richtig gut wirkt. Und ja, der hat mich auch im Sommer nicht im Stich gelassen und ist für wenige Euro erhältlich, auch offline, was ja auch mal ganz schön ist, dass man nicht alles online bestellen muss. Der ist bei einigen Edeka-Filialen, ich glaube nicht überall, teilweise auch bei Netto und Butnikowski erhältlich. Kostet, wie gesagt, nur wenige Euro. Wenn ihr da noch auf der Suche seid, kann ich euch das Produkt echt empfehlen und probiert es mal aus. Da kann man echt nichts falsch machen. Kommen wir mal zu dekorativen Produkten, worauf viele von euch sicherlich schon gewartet haben. Das erste Produkt dürfte aber keine Überraschung für euch sein. Und zwar ist das der Concealer von Hint Beauty. Es ist für mich so der beste Naturkosmetik-Concealer und den habe ich jetzt schon das dritte oder vierte Mal nachgekauft innerhalb der letzten Jahre. Also wirklich innerhalb der letzten Jahre, weil ich glaube, so ein Tiegel hält bei mir ein Jahr oder anderthalb Jahre. Deswegen relativiert sich der Preis auch wieder. Ich verwende die Nuance Medium. Ich packe euch da auch mal meinen Blogpost zu in die Infobox. Der ist sicherlich ganz hilfreich für euch, wenn ihr bei der Farbwahl so ein bisschen überlegt. Da habe ich nämlich einiges geswatcht und noch viele Infos zugeschrieben. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist auf jeden Fall für mich so das, ja, der heilige Gral, sage ich mal. Also den verwende ich immer, den habe ich auch heute drauf. Der deckt gut ab, ist gut verträglich, fördert keine Unreinheiten. Also ich verwende den schon seit Jahren und werde den auch sicherlich wieder nachkaufen. Dann habe ich noch ein Produkt, das sicherlich keine Überraschung für euch sein dürfte. Und zwar ist es die Foundation von Nui Cosmetics. Die ist ja auch total angenehm. Macht so einen Photoshop-Finish, sage ich immer. Das habe ich auch auf meinem Blog schon beschrieben. Da habe ich euch auch die Nuancen geswatcht, falls ihr da noch überlegt. Und die ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, die ist, spürt man nicht auf der Haut. Die ist super angenehm zu tragen. Die lässt sich gut verteilen, lässt sich gut in die Haut einarbeiten, hält den ganzen Tag. Macht so ein natürliches Finish, aber deckt auch ein bisschen ab. Also ich habe die zum Beispiel auch heute drauf. Finde das Ergebnis einfach super natürlich.
Ich würde empfehlen, drunter eine gute Feuchtigkeitspflege zu tragen, damit nichts so in die Fältchen kriecht. Aber also für mich ist es so eine der besten Naturkosmetik-Foundations, die ich auch immer zu Hause habe und zu der ich dieses Jahr fast immer gegriffen habe. Und wenn ihr euch meine letzten Videos anguckt, da hatte ich sie auch immer drauf. Also ein großer, großer Foundation-Favorit. Dann habe ich noch ein Produkt für den Teint, zu dem ich in diesem Jahr immer wieder gegriffen habe. Und zwar von der Marke Grön. Die ist ganz neu in diesem Jahr erschienen und die haben echt ein paar schöne Produkte, die mich positiv überrascht haben. Und ich greife zum einen immer wieder zu diesem Loose Finishing Powder. Das ist ein transparentes Puder, womit ihr einfach euer Make-up fixieren könnt oder auch, wenn ihr zum Beispiel doch mal fettigeren Sonnenschutz tragt oder so, das so ein bisschen abmattieren könnt. Der ist aber halt nicht so stark mattierend, dass ihr sofort so kalkig oder aschfahl oder sowas aussieht oder dass es irgendwie in eure Fältchen kriecht, gar nicht. Ich finde den richtig geschmeidig von der Textur. Der braucht dann aber ein paar Schichten, sage ich mal, um wirklich gut zu mattieren, aber ich habe es lieber so, anstatt dass ich ja mit dem Pinsel irgendwie ein Produkt reintunke und dann sofort so einen Maskeneffekt habe. Das habt ihr wirklich mit dem Produkt gar nicht. Der kostet auch nicht so viel, ist gut verträglich und macht ein super natürliches Hautbild. Schaut euch den unbedingt mal an, wenn ihr noch sowas sucht, weil ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis da auch echt gut. Es gibt ja noch so ein paar andere, die einfach richtig teuer sind und einfach ihr Geld überhaupt nicht wert. Deswegen, den kann ich echt empfehlen, wenn ihr auch kein Problem damit habt, mal 2-3 Schichten aufzutragen. Für die Wangen habe ich in diesem Jahr fast ausschließlich zu den gepressten Blushes von Nui Cosmetics gegriffen. Zum einen zu der Farbe Mahana, das ist so ein schöner Braunton, der auch so ein ganz bisschen Schimmer enthält und einfach ja, den Teint so schön natürlich aufwärmt. Gerade im Sommer fand ich den toll. Und den habe ich übrigens auch dann gerne als Lidschatten zweckentfremdet. Also fand ich eigentlich echt ganz praktisch, so als Kombiprodukt. Und dann habe ich noch eine zweite Farbe, so einen Rotton. Packe ich euch auch nochmal in die Infobox, den habe ich jetzt gerade nicht hier. Der lässt den Teint einfach nochmal so ein bisschen frischer wirken. Und ja, zu denen habe ich immer abwechselnd gegriffen oder auch mal in Kombination. Und die kann ich euch echt empfehlen, weil die auch nicht zu stark pigmentiert sind, aber schon Farbe abgeben. Also das gleiche wieder wie vorher mit dem Puder. Ich mag es halt lieber, wenn ich ja 2-3 Mal in ein Produkt gehen muss, anstatt ja gleich total angemalt aussehe. Weiß nicht, wenn das auch was für euch ist, dann guckt euch die Blushes von Nui auf jeden Fall mal an. Für die Wimpern habe ich gleich 2 Produkte in diesem Jahr für mich auserkoren, die ich richtig viel getragen habe. Zum einen ist es ein limitiertes Produkt von Alverde, und zwar die Vanessa Mai Wolke 7 Langzeithalt-Mascara. Ich bin nicht sicher, ob es die jetzt noch gibt. Wenn die euch interessiert, schaut da mal auf dem Blog vorbei. Da gibt es auch einen ausführlichen Beitrag mit Tragebildern. Also bei mir hat die echt ein ansehnliches Ergebnis erzielt für wirklich wenig Geld. Ich hoffe, dass es die noch gibt, dann würde ich sie auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ansonsten kann ich euch auch die Lili Lollo Mascara empfehlen. Die ist ein bisschen teurer, aber trotzdem noch nicht so teuer wie viele andere Naturkosmetik-Mascaras. Die erzielt bei mir auch ein gutes Ergebnis und ja, gehört auch schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so zu meinen liebsten Mascaras im Naturkosmetikbereich. Noch ein Produkt für die Augen ist ein Kajalstift. Und zwar habe ich zu dem eigentlich immer gegriffen. Das ist von der Marke Puro Bio. Sicherlich kennen die einige von euch nicht. Das ist eine eher kleine Marke aus Italien. Aber die macht super dekorative Sachen und auch zu echt kleinem Geld. Also wenn ihr nicht immer zu Alverde und Co. greifen wollt, könnt ihr euch die Marke mal angucken. Die ist nämlich auch in Deutschland super erhältlich, aber halt nicht in jeder Drogerie, sondern nur online. Aber die machen auch richtig gute Lidschatten zum Beispiel, wenn ihr mal auch auf der Suche seid nach besonderen Farben, jetzt nicht immer nur zu Standardbrauntönen, sage ich mal, sondern auch ein paar ausgefallene Farben haben die. Und ja, die haben echt einige Produkte, die gut funktionieren. Und für mich hat halt besonders dieser Kajalstift gut funktioniert. Jetzt in Schwarz verwende ich eigentlich am liebsten, um mir einen Lidstrich zu ziehen. Der war auch gut verträglich, also ich hatte jetzt keine juckenden oder tränenden Augen davon oder so. Hat gut gehalten, lässt sich gut auftragen und war halt so ein richtig schönes Schwarz. Für kleines Geld. Große Empfehlung. Dann habe ich noch einen Favoriten für die Lippen, zu dem ich irgendwie immer wieder gegriffen habe, weil das so ein guter Mix aus Farbe und Pflege war. Und zwar ist das der Lip Balm in Oil von der französischen Marke Sobeautic.
Den gibt es in zwei Farben, einmal so ein Pflaumenton und einmal Koralle. Und ich kann beide empfehlen. Also ich hatte auch schon beide. Und genau, das pflegt die Lippen einfach und lässt sich unkompliziert mit dem Applikator auftragen. Man hat so ein bisschen Farbe auf den Lippen, sieht nicht gleich irgendwie total geschminkt aus, aber auch nicht ganz nackt auf den Lippen. Hat einfach so ein bisschen Gloss, der auch ein bisschen klebt, muss ich dazu sagen. Aber für mich war es echt ein solides Produkt, zu dem ich einfach immer wieder gegriffen habe. Genau, und den kann ich euch auch empfehlen. Dann habe ich auch noch was für die Nägel. Ich habe echt nicht viel Nagellack getragen in diesem Jahr. Wenn, dann habe ich aber zu den Lacken von Benecos gegriffen, weil die wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar sind. Ich glaube, die kosten nicht mal 3 Euro und die halten bei mir richtig gut. Die haben eine ganz solide Farbauswahl und ich habe jetzt hier insbesondere zu der Farbe Cherry Red gegriffen und Vamp. Also einmal so ein klassischer Rotton und dann noch so ein richtig dunkles Rot. Die finde ich beide super schön, sehen beide super edel aus und sind vegan, sind age-free, also verzichten auf 8 potenziell schädliche Inhaltsstoffe, was schon mal ganz solide ist. Die Verpackung oder beziehungsweise die Tiegelgröße ist nicht zu groß, also auch wenn man jetzt selten Nagellack verwendet, so wie ich, trocknen die euch nicht ein. Die haben einen schönen Pinsel, mit dem der Auftrag echt easy funktioniert. Und ich habe dann immer noch Klarlack drüber getragen, entweder auch von Benecos oder von Kia Carlotta. Kann ich euch auch empfehlen. Die sind halt ein bisschen teurer, aber auch super. Genau, und die haben dann halt echt eine Woche oder so gehalten, was ich echt praktisch finde, weil ich keine Lust habe, mir jeden zweiten Tag die Nägel neu zu machen. Genau, das waren meine Favoriten für die Nägel. So, wir sind am Ende angelangt. Das waren jetzt meine Naturkosmetik-Jahresfavoriten. Ich hoffe, dass da ein bisschen Inspiration für euch dabei war und ja, ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Schaut doch auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da findet ihr nochmal alle Produkte und wie gesagt die Links zu den ausführlichen Blogposts mit meiner Meinung, mit Swatches und vielen Hintergrundinfos. Ich würde mich freuen, wenn ich einige von euch inspirieren konnte. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar, was eure Favoriten sind. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!